Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Dave the Diver. Ladies und Gentlemen, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß. Wir befinden uns am Abend, haben unsere beiden Tauchgänge des Tages hinter uns gebracht, erfolgreich einigermaßen und müssen jetzt uns auf den Abend in der Sushi-Bar vorbereiten, wenn wir nicht am Überlegen sind, ob wir nicht in der Nacht jetzt mal reingehen, weil wir haben tatsächlich ja auch ein, zwei Nachtquests. Zumindest eine haben wir auf jeden Fall. Wir müssen immer noch einen, was ist denn das? Eine Moräne. Wir müssen immer noch eine Moräne für Moränencurry für unseren unliebsamen Gast besorgen, ehe der irgendwann keinen Bock mehr hat und unser komplettes Interieur zerstört. Oder vielleicht, oh mein Gott, ich weiß, das Mächtigste, was du tun kannst, ist eine Google-Bewertung schreiben. Weil er sieht ja schon so grimmig aus. Vielleicht lässt er sonst den übelsten Hater raushängen, wenn er nicht sofort seine... Oh mein Gott, wir müssen... Also, keine Frage, wir gehen jetzt sofort erstmal runter ins blaue Loch. Ins tote Meer, wollte ich sagen. Ins blaue Loch. Tot werden wir am Ende des Tages sein, weil wir danach trotzdem noch zwei Drittel Schicht haben. Ich glaube, ein Drittel Schicht kostet der Nachttauchgang. Ja, das... Hört sich doch fantastisch an. Ich wünsche euch in diesem ganzen fantastisch zauberhaften Chaos viel, viel Spaß, Ladies and Gentlemen. Wir werden als allererstes... Was werden wir tun? Guck, ob er hier was hat. Warum trinkst du eigentlich Bier, wenn du unseren Kahn hier fährst? Ah, nachts können wir nicht in den Shop. Okay, I understand. Well... du kannst nur einmal pro Nacht tauchen. Dadurch wird ein Drittel der abendlichen Arbeitszeit verbraucht. Ja, wir haben heute kein besonderes Fest. So, beten wir einfach nochmal kurz und rein geht das in das blaue Loch. Oder ihr auch in das schwarze Loch. Schwarz wie Tinte. Die Theorie hat man das letzte Mal. Was ist Tinte? Wer weiß es noch? Also, Moräne. Ich habe keine Ahnung, wie wir die finden sollen. Egal. Okay, also... Deklarieren wir es als komplett eigenen Tauchgang. Segel können wir im Übrigen jetzt auch mit unseren verbesserten Tauchhandschuhen greifen. Macht uns nichts mehr. Wir gucken einfach mal hier jetzt in die Kiste rein. Nö. Nehmen wir jetzt, glaube ich, nicht mit. Also, irgendwo hier könnte eine Moräne lauern. Müsste eine Moräne lauern. Und Sauerstoff. Das ist ja richtig gut. So, meine Nachbarn vor der Tür. Gleich haben wir arabische Supermusik. Könnte aber auch indisch sein, ist aber arabisch. So, also, ich achte einfach nicht drauf. Sagte sie. Ich lieb's. Ey, ich höre meine Ingame-Musik nicht. Mach die Scheiß leiser. Hi. Hi, Habua. Sind auch einfach gleich mal drei. Drei, die hier random irgendwie rumdödeln sind. So, es wäre geil, wenn wir einen Katana finden würden. Das Messer ist doch irgendwann dann schon... Was will ich denn damit? Also, wir müssen etwas aufpassen, Ladies and Gentlemen. Weil die Nacht deutlich gefährlicher ist. Und wir kennen die Nacht noch nicht so gut. Wir waren noch nicht so oft hier. Aber oft genug, um zu wissen, dass ich dich nicht mag. Ey. Stupido. Boah, gleich müssen wir Sauerstoff hier nachtanken. Okay, Leute, jetzt müssen wir gucken, dass wir an Sauerstoff rankommen. Ich will halt nach Möglichkeit unsere Flasche jetzt noch nicht einsetzen. Wo ist denn hier Sauerstoff? Please. Da. Die Rettung. Sofort inhalieren.
Einmal tief durchatmen. Mega. So. Scooter, den nehmen wir auch mit. Den können wir gut gebrauchen. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir hier jetzt gleich irgendwo an eine Moräne mal rankommen. Aber irgendwie sieht das nicht so aus. Könnte die so tief jetzt sein? Niemals, oder? So, die nehmen wir nicht mit, weil die schlechter ist. Freunde. Was soll denn das hier? Oh, Katzenfutter. Gewöhnliches Katzenfutter, das ist gut. Ich glaube, die Katze haben wir heute schon gefüttert. Das letzte Mal nämlich. Die mag ich ja nicht, ne? Da müssen wir rechtzeitig ausholen. Also wenn er in einem doofen Winkel kommt, hast du ja gesehen, ist das schlecht. Wenn wir aber in einem guten Winkel schnell zuschlagen, stecken wir so gut wie kaum was ein. Aber wir stecken was ein, weil der Barracuda trotzdem nach uns schnappt. So, tiefer will ich eigentlich langsam gar nicht mehr. Wobei, hier hätten wir jetzt noch einmal Sauerstoff. Ich glaube, den nehme ich auch gleich einmal mit. Das ärgert mich gerade, dass wir immer noch keine Moräne hier ausmachen können. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen mittiger. Irgendwo mittiger. Wobei, sie soll ja eigentlich auch draußen schwimmen. Boah, habe ich jetzt Bock auf den Tigerhai? Ich glaube, nein. Deswegen sind wir jetzt vorsichtig. Denn der wird vermutlich auch auf der Jagd sein. Behalten wir den Scooter vielleicht nochmal für Notfälle? Da wäre jetzt noch einmal Sauerstoff, das ist ganz gut. Aber ich probiere auch den einmal zu umgehen. Hier wäre jetzt auch einmal Sauerstoff und hier ist eine Strömung. Ist die Moräne um eine Strömung? Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Aber das heißt auch übersetzt, wir müssen da doch vielleicht unten rum schwimmen. Okay, schnell. Einfach schnell. Einfach schnell. Einfach schnell. Einfach schnell. Also wir hätten hier noch einmal Sauerstoff, den wir locker einsammeln können. Ah, nee. Pass auf. I'll take it. Weil ich die Wege ja jetzt nicht mehrfach abschwimmen werde. Aber wo zum Henker? Verflixt nochmal, finden wir die Moräne. Mann! Die finde ich auch echt nervig, ne? Dass die jetzt auch am Start sind. Ich, ja doch, pass auf, wir gucken mal rein, was da drin ist. Yes, das Katana. So, jetzt legt euch nochmal mit mir an hier. Am Arsch. Nee, also in die Tiefsee gehe ich jetzt nicht. Oder könnte die Moräne in der Tiefsee sein? Aber das glaube ich nicht. Das Restaurant ist noch geöffnet, also sollte ich nicht zu weit hinausgehen. Okay, alles klar. Ich kann gar nicht in der Nacht in der Tiefsee, in die Tiefsee reingehen. Okidoki. Das heißt, die Moräne muss hier irgendwo rumschwirren. Aber wo? Und warum ist hier so viel Sauerstoff auf einem Haufen? Das ist auch alles verdächtig. Warum gibt es nur diese hier? Warum gibt es nur euch? So, dich messer ich jetzt aber viel schneller und besser weg, ne? Haha! So. Ich meine, die Barracudas haben wir ja auch bei uns auf der Karte. Insofern ist es ja nicht umsonst, wenn wir jetzt einfach auch nochmal ein bisschen Fisch in der Nacht sammeln. Das ist ja gut. Können wir ja auf die Karte setzen. Aber... Oh, wir müssen aufpassen. Aber es ist halt schade, weil ich nach wie vor die Moräne suche. Alter, schwimmt der mir jetzt hinterher? Naja, Raubfisch halt, ne?
Aber wo? Sag mir wo. Tja, so ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen oder auch der Moräne mitten in der Nacht. Ich erwarte ja, dass sie sich einfach irgendwo langschlängelt so ein bisschen. Die wird ja jetzt da nicht in ihrer Höhle oder ihrem Loch stecken. Die wird ja jetzt hier irgendwo rumschlawenzen. Es ist halt nur die Frage, wo? Wo hält sich eine Moräne in der Nacht auf? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur den Eindruck, dass das schon wieder komplett verschwendete Zeit ist, weil uns fehlt ein Drittel Zeit im Restaurant. Das müssen wir unbedingt bei der Menüauswahl auch beachten, dass wir weniger Menüs auf die Karte setzen, weil wir sonst zu viel Gerichte für die Tonne haben, ne? Ja, gut, ich kann gefühlt alles mitnehmen. Oder ist das doch hier um die Strömung? Um die Strömung wäre aber echt fies. Das glaube ich fast nicht. Also, das glaube ich nicht. Aber wo halten sich Moränen auf, ist die Frage. Wo halten sich Moränen auf? In der Nacht. Da halten sie sich auf. Da halten sie sich auf. Endlich ist dieses Mistding zu sehen. So, wir werden das bei denen jetzt mal auflösen, würde ich sagen. So, Freunde. Endlich. Endlich. Gut. Endlich. 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 Moränen-Curry. Ach Gott, bewahre. Yes. Richtig gut. Mein Gott. Nur wir müssen das dann auch unbedingt auf die Karte setzen. Das dürfen wir nicht vergessen. Gott, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir die jetzt so schnell bekommen. Und dass die verhältnismäßig doch so einfach zu bekommen war. Ich dachte, sie wäre schwieriger. Jetzt habe ich ja fast Bock, mich mit dem Hai nochmal anzulegen. Ist aber die Gefahr natürlich auch gegeben, dass wir es nicht schaffen und sterben. Dann verlieren wir halt den ganzen gesammelten Rest. Ich meine, eine Sache können wir behalten. Das wäre halt definitiv die Moräne. Pass auf, dann nutze ich jetzt einfach die Gelegenheit und sammle hier mit einem Katana. Das darfst du auch keinem erzählen. Mit dem Katana schlage ich jetzt Erz hier einfach raus. Das darfst du keinem erzählen. Kupfererz mit dem Katana geschlagen. So. Ja, dann können wir nämlich gleich quasi auftauchen, würde ich sagen. Wir können natürlich auch nochmal gucken. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein in die Halle, ne? In der Nacht. Wir haben ja noch eine Quest vom Seevolk, wo es um eine Hochzeit geht und wir brauchen eine Steintafel mit einem Hochzeitslied, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich denke mal, dass wir die hier irgendwo finden. Aber ich glaube, wir kommen in der Nacht nicht hin. Wobei meine Vermutung war ja auch beim Schnitt, was ist denn, wenn das die Hochzeit vielleicht von der Prinzessin ist? Von der Prinzessin des Seevolks. Das kann doch voll gut sein, oder? So, Sesam. Jetzt wird es aber ziemlich dunkel, ne? Ist hier Strömung? Nein. Aber hier ist jetzt auch Ende im Gelände, ne? Ja. Okay, pass auf. Weißt du was? Dann tauchen wir jetzt langsam auf. Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht in irgendwelche Gefahren reinrennen oder reinschwimmen. Wir hätten zwar halt noch zwei Bomben, was ich auch ziemlich attraktiv und sexy finde, die einzusetzen. Und das Katana. Also prinzipiell sind wir jetzt ziemlich gut ausgestattet. Das würde sich halt für den Tigerhai schon lohnen. Ich weiß aber nicht, es ist ja ein Raubfisch. Ich weiß halt nicht, wie angriffslustig der in der Nacht ist. Ob es da einen Unterschied zu Tag und Nacht gibt. Würde ich daher jetzt eigentlich ungern an dieser Stelle ausprobieren wollen. Weil ich ein bisschen Schiss habe, dass das nach hinten losgeht. Daher sammeln wir jetzt hier den ganzen Stissel erstmal ein. Auf dem Weg nach oben. Und haben dann gefühlt das ganze Meer leer gesammelt. Oh, das hört sich noch was Großem an. Hier links ist, glaube ich, der Hai. Hier links könnte der Hai sein. Und sie rennt trotzdem drauf hin, ne? Irgendwie reizt es mich ja.
Aber irgendwie weiß ich, es ist auch eine ganz dumme Idee. Pass auf, guck mal, das ist gar nicht der große Hai. Nehmen wir den kleinen Hai. Oh, siehste, siehste. Die sind nämlich a little bit aggressive. More aggressive. Ja, ja. Und vor allen Dingen, wenn man auch vorbeischießt. Das ist auch immer eine richtig prima Idee. Habe ich ihn getroffen? I don't know. Ich weiß nicht, was das für ein Hai ist. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Aber ich weiß auch nicht, ob ich mich mit dem jetzt anlegen sollte. Ich bin so gefühlt gleich in seinem Maul. Das ist ein schöner Hai, ne? Ah, ich hab's geahnt! 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 Okay, Gefahr, 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 Gefahr. Auftauchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, die riechen das Blut. Die riechen das Blut. Die riechen das menschliche Blut. Ich lasse auch sofort rein ins Boot. Die Eise mit dem Fragezeichen. Was ist denn da jetzt los? Oh, ich hab's geahnt. Leg dich nicht mit Haien an. So, wir haben die Muräne. Ja, aber die Muräne. Richtig gut. Richtig gut. Also, das heißt, let's go. Das heißt, ein Drittel weniger auf die Karte setzen. Ihr seht's ja, da oben ist das erste Drittel schon weg. Muränencurry. Unbedingt. Ich will diesen Typen da loswerden. Pass auf, und jetzt kommt der da nicht mehr. Also, Menü. Menü, Menü, Menü. Gedämpfter Wolfsaal. Wir müssen jetzt erstmal das Muränen-Sushi finden. Muränencurry finden. Perfekt. Wir packen das auf die 1. So. Dann gedämpfter Wolfsaal hätten wir einmal. Das sind die Sachen, die sind mir zu krass. Die hebe ich einfach noch auf. Es könnte ja sein, dass irgendwie nochmal so ein besonderer Gast vorbeikommt. Ich werde dreimal das Marlin-Sushi auf die Karte packen. Dann setzen wir... Oh, pass auf. Nein, wir veredeln jetzt erstmal, Freunde. Yes. Das Makrelen-Sushi ist das, glaube ich, ne? Er hat auch die Ruhe weg, ne? Wir haben doch keine Zeit, wir müssen eröffnen. Da steppt der Bär, da bebt die Hütte. Fantastico. So, jetzt. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen doch eröffnen. Es ist auch nicht auf dem Maximalsten, ne? Aber wir haben jetzt... Oh mein Gott, das hat uns jetzt, glaube ich, sehr, sehr viel gekostet. Das machen wir auch dreimal auf die Karte. Dann werden wir vielleicht jetzt mal was Günstigeres auf die Karte packen. Oder wir veredeln es nochmal. Ja, pass auf, das veredeln wir auch. Wo hab ich's denn jetzt? Nee. Das machen wir viermal auf die Karte. Was nehme ich denn jetzt? Okay, ich habe gesagt, was Günstiges wollte ich auf die Karte packen. Okay, pass auf. Dann setzen wir das viermal auf die Karte. Und ich glaube, hier setzen wir auch noch was auf die Karte. Was ist denn hier mit Gelbflossen? Nehmen wir doch die. Ich weiß, reich werden wir heute definitiv nicht. Ich hoffe, dass wir die Kosten decken können. Wir eröffnen den Sushi-Laden. So, das ist heute ein bisschen entspannter für alle, Leute. Wir haben heute nicht so viel auf der Karte. Aber auch das muss weg. So, Bancho. Ich mache das jetzt mal persönlich. Hier, bitteschön. Endlich. Bitte, lass es ihn lieben. Aber sieht so aus, als würde die Zeit rückwärts laufen. Oh, cute. Er liebt es. Richtig gut. Gut, fantastisch. Das ist genau der Geschmack, an den ich mich erinnere. Okay, ich bin froh, dass er dir schmeckt. Das hat auch nur gefühlt 10.000 Ewigkeiten gedauert, bis ich die Muräne endlich gefangen hatte. Das Essen weckt Erinnerung. Einmal wurde ein junger Mann, der mit seiner kranken Mutter in einem Dorf lebte, von einer Muräne gebissen, sodass sie nicht mehr ins Meer konnten. Ich war damals 12 Jahre alt und begab mich in die pechschwarze Dunkelheit, um der Muräne eine Harpune in die Kiemen zu jagen. Ich brachte ihnen die tote Muräne und die Mutter bereitete mir zum Dank ein Muränencurry zu. Der Gedanke an den freundlichen Blick dieser Frau treibt mir Tränen in die Augen. Auf jeden Fall, danke für das Essen. Das war fantastisch gekocht.
So, damit haben wir den lauten Gast, würde ich sagen, befriedigt. Ach ja, ich sagte ja, dass ich dir etwas Nettes erzählen würde, oder? Das hätte ich bei all der Nostalgie fast vergessen. Besuch mich auf dem leeren Grundstück hinter diesem Gebäude. Er sieht ja so nach Farm aus. Was ist denn? Bei Farm ist das Einzige, wenn wir den Fischbetrieb, wenn ich daran denke, vielleicht können wir jetzt Fische selber züchten? Haie. Ich will nur ein Becken voll. Haie und Caipirinhas, wollte ich sagen. Sie möchte bitte ein Becken voll Caipirinhas. Also, falsch. Es wären die Piranhas. Aber man könnte natürlich auch einen Pool voll Caipirinha machen, ist halt die Frage. Ne? Tötet wahrscheinlich beides. Das Becken voller Caipirinhas und das Becken voller Piranhas. Dirtys Traum- und Fantasiewelt. So genau sieht sie aus. Ottos Geschenk. So, pass auf, aber wir haben doch jetzt keine Zeit. Wir haben doch jetzt keine Zeit, Freunde. Wir müssen uns beeilen, denn der Fisch ist frisch und muss auf den Tisch. Ich mach mal Wasabi jetzt, glaube ich. Ich habe keine Puste mehr. So, es muss auf jeden Fall alles alle werden, das sage ich euch gleich. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht ist aber auch nicht gut. Da steht Geschirr. Man räume das Geschirr weg. So, wir sind bald ziemlich ausverkauft, aber der Abend ist auch vorbei. Wir haben gut geplant. Wir haben gut geplant. So, es kommt niemand mehr. Wir haben... Oh, da war irgendwas, wurde gar nicht genommen. Das zweite wurde gar nicht genommen. Das ist das teure Essen gewesen. Habt ihr das gesehen? Das teure Essen, ne? Es wollte keiner das teure Essen. Nee, aber wir haben immer noch einen Nettogewinn. Solange immer noch ein reiner Nettogewinn rauskommt, können wir zufrieden sein. Wenn wir Verlust machen, dann sollten wir aufpassen. Aber fand ich doch jetzt gut. So viele Gerichte hatten wir ja nicht. Die teuren Sachen wurden nicht bestellt. Ist wahrscheinlich zu teuer geworden. Wir brauchen einfach auch günstige Sachen. Weil klar, kenne ich ja selber, ne? Donnerstag, der 27.10. Ein Gewitter. Wow. Und Otto ruft an, während hier das Meer irgendwie schon wieder zum Kotzen einlädt. Hast du gut geschlafen? Gestern habe ich dir gesagt, ich würde dir etwas Gutes erzählen. Jo, passt so. Nimm dein Boot und komm hinters Restaurant. Komm hinters Restaurant. So, im Hinterhalt. Oder beziehungsweise im Hintenrum passieren die ganz besonderen Geschäfte. Also, wir haben ganz viele neue Nachrichten. Oh, wir haben in 3 Tagen ein Event und da sehe ich ein Hai als Symbol. What the fuck? Ich kann nicht auf meine Nachrichten zugreifen. Ach, ich hasse es. Ich bin, glaube ich, in einem Tutorial gefangen. Also, wir haben den Event, wir haben eine E-Mail. Er guckt genauso, was ich auch gerade denke. Was ist das? Ah, und wir können erstmal nur bis zu gewisse Tiefen züchten. Ist aber sehr, sehr klein. So viel können wir da gar nicht züchten, ne? Oh, ist das cool. Wow, was ist das für ein Ort? Ich sehe schon, du hast hart gearbeitet und täglich neue Fische gefangen. Ich habe eine Fischfarm gebaut und bin gestern nach nur einem Tag fertig geworden. Was? Du hast nur einen Tag gebraucht für das da alles? What? Aber das hat doch jetzt noch keine Behörde abgenommen. So, da kommt die Deutsche wieder immer durch, so, ne? Das ist doch nicht behördlich genehmigt. Na, im Endeffekt züchten wir ja, so, Lebensmittelkette, wir züchten ja Dinge für den Verzehr. Und da müssen wahrscheinlich auch nochmal Haltungsbedingungen, Tierschutzgesetz, oh, ganz viel Tierschutzgesetz, Lebensmittel, wobei ich nicht weiß, aber eigentlich ab Erzeuger, würde ich sagen, ab Erzeuger Lebensmittel, weil du musst ja sicherstellen, dass hier keine Schwermetalle zum Beispiel im Wasser sind. Ich glaube, da sind krasse Bedingungen dran gekoppelt. Würde ich jetzt mal so aus blauem Dunst sagen. Mit den Haaren vor dem Auge. Jedenfalls, hier kann man Fische züchten und sie auch vermehren lassen. Ich erkläre dir alles Schritt für Schritt, also hör gut zu. Tutorial! Komm erst einmal mit dem ersten Abschnitt. Okay. Fischfarmen müssen ihren Fischen die richtige Umgebung bieten. Jeder Abschnitt beinhaltet Fische aus verschiedenen Meerestiefen.
Hier kann man Fische züchten, die in Tiefen zwischen 0 und 50 Metern leben. Jeder Abschnitt bietet nur begrenzten Platz. Und wenn die Dichte 100% erreicht, passen keine Fische mehr hinein. Du kannst den Platz auch vergrößern, gegen etwas Geld natürlich. Jeder Abschnitt ist mit einer Kamera überwacht, also kannst du hineinschauen. Oh, wie geil, so Webcam. Dann können die Leute gleich vorneweg sagen, oh, guck mal, die und die Fische haben sie. Oder wir machen gleich noch einen Twitch-Kanal dazu auf. Bucht mich als eure Marketing-Expertin. Weißt du, bei meinem eigenen Kanal läuft's marketingtechnisch nicht so, aber ich bringe alle anderen vielleicht ein bisschen anders raus. Ja. Folge, Bedun. Yes, aye, aye, Sir. Toll, oder? Ich habe schon ein paar Fische für dich hinzugefügt. Oh, das ist wie ein Aquarium. Hm. Ja, alleine schon der Anblick des Wassers hat etwas Beruhigendes. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck einer Fischfarm. Ich zeige dir, wie man sie Stück für Stück herausnimmt. Pass auf. Auswählen. Also, wir wählen jetzt den Palettendoktorfisch aus. Fische aus der Fischfarm können direkt zu Banjo Sushi geschickt werden, wo sie als Zutaten verwendet oder direkt verkauft werden können. Das heißt, wir können auch außerhalb der Öffnungszeiten Gewinn machen. Falls du einmal keine Fische fängst, weil du mit anderen Abenteuern beschäftigt bist, keine Sorge. Aber wie fügen wir der Farm neue Fische hinzu? Wenn ich sie fange, sind sie schließlich bereits tot. Gute Frage. Du kannst Fische der Farm hinzufügen, indem du Fischeier einsammelst. Wenn du Fische lebend fängst, bekommst du manchmal auch Fischeier. Das heißt, okay, wir müssen jetzt mehr auf den Lebendfang gehen. Aber so ein Hai zum Beispiel, den können wir nicht lebend einfangen. Die Eier werden automatisch hergeschickt. Ach, und noch eine Sache. Wenn du zwei oder mehr derselben Art hast, können sie sich auch vermehren. Oh, ich verstehe. Ich habe je zwei Fische hineingesetzt. Das Ergebnis solltest du morgen sehen können. Wie schnell geht denn das bei dir? Können wir die Seepferdchen reinpacken? Die befruchten sich doch selbst, oder? War das nicht so? Sind Seepferdchen nicht männlich und weiblich in einem? Ich weiß nicht, so. Keine Ahnung. Komm morgen wieder! Also, wenn du Fische fängst, erhältst du manchmal Fischeier. Diese können in der Fischfarm ausgebrütet werden. Wenn die Jagd keine Lösung bietet, versuche es mit Zutaten aus der Fischfarm. Aber ist es wirklich... Komm schon, warte nur einen Tag, Dave. Morgen können wir bestimmt neue Fische begrüßen. Also, ist so ein bisschen Tutorial-mäßig. Okay, schade. Ich kann nichts anderes tun. Kein Problem. Odin, ich kann jetzt Fische züchten. Ja, Kommunikation mit den Kaninchen. Also, Otto wurde als Kontakt hinzugefügt. Aber jetzt, Ladies and Gentlemen, gucken wir... warte ich erstmal, bis Buddy fertig ist. So, fantastico. Da sind wir wieder zurück, Ladies and Gentlemen, und gucken uns jetzt erstmal die E-Mail an. Ich bin sehr gespannt, was da für ein nächstes Event ist. Haisturmparty. Das Bild ist aber auch richtig gut. Guckt euch mal dieses Bild an. Voll gut. Hallo Leute, hier ist das Tourismusgremium Blaues Loch. Laut dem Nationalen Wetterdienst wird das Blaue Loch 3 Tage lang von einem Sturm heimgesucht und erstaunlicherweise melden Leute, dass eine Vielzahl von Haien in den Küstengebieten gesichtet wurden. Das Gremium hat beschlossen, diese Gelegenheit zu nutzen und ein neues Tourismusprodukt herauszubringen. Es heißt die Sturm-Hai-Party. Liebe Shopbesitzer, verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihre Einnahmen zu steigern. Es wurden auch spezielle Haiarten gesichtet. Das Tourismusgremium Blaues Loch. Was heißt denn spezielle Haiarten? Oh, überleg mal, der weiße Hai plötzlich. Sharknado. Eine der schlimmsten Filme der Welt. Also auch in 3 Tagen, wenn wir das richtig gesehen haben. Yes, Event in 3 Tagen. Heißt übersetzt, wir müssen Haie fangen. Jetzt aber wirklich. Das heißt, wir brauchen gute Waffen auf jeden Fall. Damit wir ordentlich... ja, Hai-Gerichte servieren können. Wobei, wir haben ja diesen Sägehai auf jeden Fall. Wir haben ja schon einiges in petto bereits. Das ist gut, das kriegen wir hin. Boah, das sieht überhaupt nicht lecker aus. Das sieht aus wie als hätte er ein bisschen was aus der Kloschüssel rausfotografiert hat. So ein bisschen Flitzkacke. Otto, 0,10,5. Ich hätte ein Foto machen sollen, aber es war zu lecker, um zu warten. Also, okay, im aufgegessenen Zustand. Deswegen sieht es halt auch so aus wie hinterher. Okay, fantastisch. Also, Ladies and Gentlemen, um den Platin-Rang zu erreichen, müssen wir beim Geschmack noch ein bisschen was raufpacken. Kriegen wir aber hin. So, bei den To-Dos. Vertrauen des Seevolks.
Ich habe es euch ja vorhin am Anfang schon erzählt. Müssen wir noch ein bisschen was tun. Otto ist jetzt new. Fantastisch. Soll ich ihn jetzt anrufen? Ich rufe ihn mal an. Auf der Farm läuft alles wie am Schnürchen. Keine Sorge. Du solltest aber trotzdem regelmäßig vorbeikommen und das Unkraut jäten. Okay, okay. Ich werde bald vorbeikommen. Meint er mit Unkraut... was meint er mit Unkraut? Algen? Ich weiß nicht. Also, ein neuer Tag hat begonnen, Ladies and Gentlemen. Wir werden im Shop jetzt gucken, ob wir was Tolles einsammeln können. Guck mal. Oh, was sind das? Puppenattrappe. Eine Puppe, die wie Dave aussieht. Sie lenkt Feinde ab und verschwindet nach einer Weile. Oh, das finde ich zum Fangen der Haie gar nicht so schlecht. Komm, pass auf. Wir probieren es jetzt erstmal damit. Indem wir eine Attrappe einsetzen. Was aber auch nicht gut ist, weil dann trainiere ich die Haie auf mich. Es gab keinen Sauerstoff, ne? Gehen wir rein? Wir gehen rein. So, pass auf. Das heißt, erstmal ein bisschen tagesfrischen Fang, frischen Fisch organisieren und vielleicht schon den ersten Hai. Also, gucken wir ab ins blaue Loch. Und wir müssen natürlich erstmal, boah, hier sieht es ja schon wieder toll aus, gucken, dass wir irgendwo Sauerstoff bekommen. Und vor allen Dingen auch bei den Waffen. Immer Waffenkisten ausleeren, weil wir haben ja noch so krasse Waffen in der Hand gehabt, die wir noch nicht zu Ende entwickelt haben. Pass auf, weil wir die entwickelt haben, merken wir, dass uns dann einfach Zeug zum Herstellen fehlt. Rohstoffe. Aber schauen wir. Ich finde es halt bis jetzt auch schade, dass wir das Katana nicht dauerhaft irgendwie herstellen können. Ach, die Moräne, da ist sie. Ja, ja, ja. Die kommt gleich raus. Ich sehe das. Viel Seepferdchen. Zack. So, weil das fällt mir jetzt hier bei diesem Titan-Druckerfisch auf, der ein bisschen aggressiver als sonst scheint. Druckerfisch, nicht Druckerfisch. Habe ich Drucker gesagt? Tja. Wie ein HP-Drucker. Guck mal, da ist unser Lieblingsfisch. Und da ist er gleich weg. Bleib doch hier. Guck mal, die ganz Kleinen ist euch schon mal aufgefallen. Die fange ich mittlerweile gar nicht mehr, ne? Mittlerweile gar nicht mehr. Am Überlegen wäre es natürlich, den auch vielleicht auch nächstes Mal lebend zu fangen. Ha, zwecks Eiern. Okay, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Da ist es ein bisschen mit mir durchgegangen. Gut, machen wir nächstes Mal. Ich hätte halt voll Bock, Thunfische. Thunfische, die sind ja nicht so hoch. Dass wir gucken, ob wir von Thunfischen Eier bekommen, die zu züchten. Weil die geben gutes Geld. Damit wären wir dann halt wirklich sicher. Aber guck mal, das ist das Scharfschützengewehr. Pass auf. Ich nehme es jetzt mal mit. Und tausche jetzt nochmal aus. Weil ich glaube, das Mitnehmen alleine reicht schon. Oh, ich höre den Walgesang, weil wir haben ja auch noch... Ist das vielleicht dieses Geräusch? Weil wir sind ja einer Walmutter begegnet, die ihr Kalb sucht. Ja, das ist das Geräusch eines Babybuckelwals. Schau dich bitte hier um. Hier muss irgendwo ein Walkalb sein. Machen wir. Aber erst muss ich natürlich um mein Leben kämpfen. Okay, es kommt irgendwo von links unten. Muss natürlich auch gucken. Schwimm ja nicht weg, Kleines. Das ist bestimmt irgendwo in Gefahr. Aber wir hören es jetzt zum ersten Mal. Das war jetzt eigentlich gar nicht das, was ich im Auge hatte. Das war nicht mein Ziel. Aber ist nicht schlimm. Wir machen das trotzdem natürlich unbedingt, weil Walkalb in Gefahr. Dich habe ich auch gefressen. Dich könnte ich auch lebend fangen. Wobei ich weiß nicht, ob ich mit dir gut Geld kriege. Aber du bist nervig. Oh nein, es hängt irgendwo fest. Oh, die Schreie kommen von hinter dem Felshaufen. Diese Steine müsste ich erst aus dem Weg räumen, bevor ich hineinkomme. Ist ja kein Problem. Das tun wir. Das regeln wir. Zack, zack, zack.
Was brauchen wir? Ich wollte gerade sagen, brauchen wir jetzt eine Bombe oder funktioniert das so? Okay, jetzt sind alle weggeräumt. Dann gehe ich mal hinein. Ich habe ja die Befürchtung, dass wir gleich in irgendeinen Bossfight reinrennen. Nach dem Eintritt findet ein Ereignis statt, das mit Rückkehr zum Boot endet. Ich möchte halt hier erstmal noch ein bisschen was erfolgreich fangen. Wir wissen ja, was uns, also dass uns da jetzt irgendwas erwartet. Ich komme wieder. Ich will aber erst ein bisschen tagesfrischen fangen hier jetzt. Und vor allen Dingen das mit der Puppe mal einsetzen. Aber wir haben es jetzt noch gar nicht gemacht. Wir wissen jetzt irgendwo linke Seite. Bast. Ich werde zumindest die Puppe einmal einsetzen. Für ihn. Der wäre doch fantastisch. Der würde sich gut eignen. Wo ist er denn? Ist geil mit der Puppe. Oh nein, und dann war die Puppe schon weg? Ach krass. Hat gar nicht lang gehalten. Oh, Freunde. Oh, wir müssen echt aufpassen. Bei dem müssen wir echt aufpassen. Das ist einfach ein fucking Tigerhai. Es ist einfach ein fucking Tigerhai. Es ist ein Riesenhai. Ich lege mich gleich mit den Größten an, ne? Der würde das Walbaby auch sofort verschnabulieren. Ich will nicht mal Katana am Start, ne? Wait! Das ist gut! 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 Wir haben es geschafft! Perfekt! 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 Pass auf, und dann schaffe ich das Ereignis nicht. Ich hätte es zum Boot schicken sollen. Vielleicht. Ich würde sehr, sehr gerne jetzt noch einmal vielleicht Munition auffüllen und ein bisschen Sauerstoff auffüllen. Mir reicht der Tiger halt tatsächlich jetzt als ersten Erfolg. Reicht mir schon. Wir sollten dem Walkalb jetzt helfen. Vor allem haben wir jetzt schon wieder den nervigen Barracuda, auf den ich keinen Bock habe. Da ist ein Topf. Vielleicht ist in dem Topf noch ein paar Sauerstoff drin. Komm, jetzt... Ach, schwimm doch jetzt nicht da zurück. Jetzt ist doch okay. Alter, die sind aber auch widerstandsfähig. Hello? Excuse me? Sir? Dickkopf. Da weißt du wieso, ne? Wieso der Überlebenswille groß ist. Ich bleib aber überleben. Ich bleib aber überleben. Ist der Dickkopf im Namen. So, Essig. Nee, Olivenöl. Naja. Ich will nicht mit dir, aber ich muss. Komm. Ich habe da unten ist Sauerstoff. Das ist das, was mich jetzt gerade aufbaut. Perfekt. So. Ich tausche mal vorsichtshalber, dass ich nicht versehentlich irgendwas einsetze. So, den Hai, den wir hier haben, haben wir erledigt. Den Tigerhai. Und jetzt werden wir mal schauen, was das Walkalb macht. Ich bin gespannt. Das wird bestimmt in irgendeiner ganz dummen Bedrulle sein. Gucken wir mal, ob wir es schaffen, dem Kalb zu helfen. Komme ich hier hoch? Nein. Also, es hört sich ganz, ganz arg nach Bossfight an. Und das letzte, wo wir in den Bossfight reingedüngelt sind, ihr wisst ja, ne? War mit dem Seeengel, was überhaupt nicht engelsgleich war. Da hatte ich auch mehr Glück als Verstand. Aber gut, ich bin wach, Konzentration, wir schaffen das. Positiv denken. Okay, nichts ist okay, aber gut. Okay, stimmen wir dem zu. Ist wie AGBs, stimmen sie dem zu. Ja, okay. Die Höhle des Walkalbs. Und auch hier verbraucht sich der Sauerstoff, was generell schon mal schlecht ist. Aber was genau passiert jetzt hier? Oh, so cute. Wow, hier ist ein Walkalb im Inneren. Es scheint verängstigt zu sein. Sollte ich es beruhigen? Aber da kommt doch safe von irgendwas. Es hat ja die Angst, ist bestimmt... Oh, so cute. Ich kann es streicheln. Ah, ich habe die Tasse losgelassen.
Ich weiß nicht, ob das gereicht hat. Es war eine kurze Berührung da. Freund. Oh. Ich berühre einfach ein Baby. Ich nehme mal die Hand wieder weg. Hat es gereicht? Oh nein, ihm geht's nicht gut. Ist es krank? Fühlt es sich schlecht? Oh, ich glaube, es ist immer noch etwas ängstlich. Vielleicht sollte ich es etwas streicheln. Wer streichelt denn einen Wal? Vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr streicheln. Okay, aus der Schwimmblase, aus dem Loch kam jetzt was raus. Ich glaube, es ist jetzt weniger verängstigt. Ich sollte es noch etwas streicheln. Pass auf, und dann kommt safe irgendein Gegner an. Und es wäre aber toll, wenn das so die Quest einfach nur wäre, ohne irgendeinen Gegner. Amore, wir lieben uns. Auch wenn es von vorne aussieht wie ein Delfin. Ich komme mit der Hand. Die Hand sieht aber auch nicht gerade sehr vertrauenserweckend aus. War das jetzt gut? Ich glaube ja. Es liebt mich. Jetzt scheint es wieder Mut gefasst zu haben. Wenn wir an einer helleren Stelle gehen, sollte seine Mutter uns besser finden können, oder? Ich muss vorsichtig sein, wenn ich es wieder nach oben bringe. Vorsichtig sein heißt, wir dürfen nicht in irgendwelche Gefahren gelangen, richtig? Damit es nicht verängstigt. Oh, gar nicht so einfach. Riesiges blaues Loch. Okay, also wir müssen das Leben des Walkalbes beschützen. Das kriegen wir doch hin. Ich habe Waffen. Ich werde sie benutzen. Oh, da sind aggressive Barracudas im Weg. Um die muss ich mich erst kümmern, damit das Walkalb mir folgt. Das kriege ich hin. Ich presche einfach erstmal ein bisschen vor. Vor allem muss ich halt auf den Sauerstoff auch echt aufpassen, ne? Das kriege ich hin. Nehmen Sie mit. Nehmen auch den Sauerstoff mit. Oh, jetzt ist alles sicher. Ich sollte das Walkalb wieder mitnehmen. Ja, pass auf, bevor wir das machen. 68 Meter, das darfst du nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, gar nicht so ohne. Es wird ja nicht die einzige Gefahr gewesen sein. Folge mir, ich beschütze dich. Pass auf, kommt bestimmt irgendein Hai. Das ist doch safe. Ja! Oh nein, hier ist alles voller Feuerfische. Toll. Wobei, die haben wir relativ schnell weg. Das Walkalb ist doch etwas verängstigt, daher muss ich die erst aus dem Weg räumen. Das kriegen wir hin. Aber es sind so viele. Warum sind das so viele? Was ist hier los? Gott sei Dank habe ich noch einmal Sauerstoff. Und die landen alle in meiner Tasche. Freunde, ich kann gleich nicht mehr ertragen, das ist mein Problem. Aber ich kann sie umbringen. Alle? Ich glaube, alle. Puh, hoffentlich reicht das jetzt. Dann versuche ich mal wieder, es zurück Richtung Oberfläche zu bringen. Frage, wir haben immer noch so viele Meter vor uns. Was kann da noch alles kommen? Ich habe Übergepäck. Ich habe Übergepäck. Da kommt doch bestimmt noch ein Hai. Ich kann mich damit auch nicht richtig bewegen, ne? Das wissen wir. Siehst du? Da ist der erste Hai. Oh, da oben ist ein Weißspitzenriffhai. Wenn ich den Hai nicht besiege, wird mir das Walkalb nicht folgen. Sind nicht beim Problem. Wir kriegen das hin. Aber das Ding ist, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin zu langsam. That's my problem, because... Da das Walkalb doch sehr vorsichtig ist, muss ich dafür sorgen, dass ich immer in der Nähe bin. Also ich darf auch nicht zu weit weg. Fantastisch. Fantastisch. Ich lieb's. Also, Dave stirbt für das Walkalb. Für das Walkalb. Nicht ins Maul. Alter, wenn ich was gelernt habe, dann nicht ins Maul. Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. Aber es hilft mir auch nicht. Ah, das Kalb könnte mir auch mal helfen. Fork, Alter. Ist das jetzt verloren? Nee, ich muss in den Bereich. Ach, ist das Dreck. Mist. Ja. Puh, heute sind hier aber eine Menge aggressiver Fische. Wir sind fast an der Meeresoberfläche angekommen. Wir müssen nur noch etwas höher. Ja, pass auf. Und das da werde ich jetzt mit dem Scooter abtransportieren. Richtig.
Oh, ich dachte gerade, da kommt jetzt das nächste an. Ich brauche ein bisschen Sauerstoff. Ich glaube, ich gebe mir den letzten Shot, den ich habe. Du musst jetzt wirklich aufpassen. Warte mal, kann ich nicht? Ich brauche Munition. Warte. Also jetzt hätte ich den Sauerstoff einsammeln können. So, perfekt. Falls es zu irgendwelchen nächsten Gefahren kommt, mein Freund. Da war jetzt auch nochmal Sauerstoff, das ist gut zu wissen, merken wir uns. Es sind noch 22 Meter. Wir haben es geschafft. Ah, Mutti. Puh, das war gefährlich. Hier sieht es sicherer aus. Warte hier eine Weile, deine Mutter sollte auftauchen. Das musst du mit Walisch. Walisch brauchst du. Warte hier eine Weile, deine Mutter sollte auftauchen. Okay, ja, cringe at its best. No! No! 4? Was mache ich jetzt mit denen? Oh, Haie! Was soll ich tun? Pass auf, jetzt kommt die Mutter. Es geht nichts über Muttertiere. Hab's und weg sind sie. Mutti Power. Richtig gut. Deine Mutter ist aber echt eine richtige Kuh. Oh. Oh, das ist süß. Mutti, da ist es. Es war ein bisschen gefangen. 4 Haie auch noch, weißt du? Wir hatten noch nie 4 Haie auf einmal. Richtige Verschwörungstheoretiker hier jetzt, die sich auf mich raufge... Ne? Eine Hai-Verschwörung. Wow, ganz schön riesig. Das ist die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Alle Tiere sind in dieser Hinsicht gleich. Ich sollte später meiner Mutter mal wieder schreiben. Und jetzt an Land. Es hat sich richtig gelohnt. Also, das war ein richtig guter Tauchgang, weil wir haben eine Quest erledigt. Oh, Ellie ruft an. Und wir haben ordentlich... Wir haben sogar für das Event schon Sachen besorgt und Tagesfisch. Ich verstehe. Gut, dass du es wieder zu seiner Mutter gebracht hast. Es war nicht einfach. Es war total verängstigt. Vielleicht mochte es dich einfach nicht. Hä? Ich finde, du könntest den Tieren ruhig mehr helfen und weniger jagen. Ja, gut. Oh! Oh, wir haben einen neuen Freund. Oh, es ist cool. Süß. Es hat sich bedankt. Auf Wiedersehen. Sieht aus wie eine Insel, die auftaucht. Oh. Wale sind einfach so krasse Tiere, ne? Sehr, sehr auch schön gemacht von der Animation her. So, Belohnung Poseidon mal 1. Die Suche nach dem Walkalb ist abgeschlossen. Yes, das Scharfschützengewehr hatten wir nämlich einmal in der Hand. Das ist gut. Der Tigerhai war der größte Fisch. Oh ja, der war definitiv groß. Der war richtig groß. Ja, Coolio. Also, oh, geil. Ach so, nächster Tag, oder? Wer bist du denn? Ich wollte gerade hier jetzt zum Fischdings. Wer bist du denn? Clara? Was ist los? Du fährst auf einem Floß? Mein Name ist Clara. Ich hatte nicht erwartet, bei diesem Sturm einen Menschen auf dem Meer zu treffen. Weißt du, wie sie aussieht? Weißt du, wie sie aussieht? Auch der Name passt. Nur das C ist zu viel. Weißt du, wie sie aussieht? Wie die etwas gealterte Form von Lara. Lara Croft Tomb Raider. Sie sieht mit dem Zopf in weiß. Es ist einfach... Das ist eine Anspielung. Es ist einfach... Aus Lara Croft wird im Alter Clara... Clara Loft. Leute... Meine Arbeit ist klarer. Ich hatte nicht erwartet, bei diesem Sturm einen Menschen auf dem Meer zu treffen. Hast du hier in der Nähe einen weißen Hai gesehen, Kleiner? Nein. Nein, ich habe viele Haifische gesehen, aber keinen großen weißen. Das kann doch nicht wahr sein. Klaus, der Feind meines Mannes, muss hier irgendwo sein. Klaus, der weiße Hai?
Alle Spuren führen mit Sicherheit zu diesem Ort. Klaus wird bekanntlich nur an stürmischen Nächten gesichtet. In einer stürmischen Nacht wie dieser hat es mein Mann erwischt. Das war vor 36 Jahren. Er wird sicher hier erscheinen. Alles führt mich hierher. Ich finde ihre Gestik ja geil. Wie so eine alte kleine Hutzel. Übrigens, ich bin oft getaucht und habe gemerkt, dass sich das Gelände jedes Mal verändert hat. Oh, du irrst dich nicht. Das Meer hier ist sehr verwirrend für Neuankömmlinge. Mensch, ich habe einfach nicht genug Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Kleiner, kannst du Klaus für mich finden? Warum denn Klaus? Warum nennt man einen weißen Hai einfach Klaus? Ich? Ja, du kennst diesen Ort. Ich muss ihn finden, bevor der Sturm vorüberzieht. Finde ihn einfach und ich kümmere mich um den Rest. Hilf einer alten Dame, bitte. Oh, sie sieht verzweifelt aus. Okay, ich muss ihn nur noch finden. Also gut, ich werde das Gebiet absuchen. Wirklich? Danke, Kleiner. Lass von dir hören, wenn du das Versteck von Klaus gefunden hast. Und ich komme sofort zu dir. Hat sie auch ein Telefon? Oder ist sie einfach... Also, was heißt, ich lasse von mir hören? Wie erreiche ich sie denn? Sende ich ins Rauchzeichen oder was? Ich weiß es doch nicht, Ladies and Gentlemen. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß nur, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht vom Boot springe und kettere. Und wie die ganze Geschichte weitergeht, werden wir das nächste Mal herausfinden. Klickt euch sehr, sehr gerne rein, wenn ihr mögt. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig Törtchen dabei.